Kolleginnen. Ich möchte wissen, ob ein Hexer überhaupt steuert. Hier trinkt alles Wein und noch mehr Wein. Ich ziehe ja Brandy. So, 1000 Meter. Das sind, glaube ich, eine Schnellreise wert. Wir gucken mal. Okay. Blitze. Gucken wir mal. Ich bin gerade ein bisschen am Rätseln, weil ich ja die Ausrüstung der Manticore-Schule noch gar nicht so... Aha, kannst du vielleicht schnell reiten? Nein? Oha, Blitze. Nochmal. Steigen wir ab. Und steigen wieder auf. Weiter so, Blitze. Jetzt geht's, okay. Gerade irgendwie, gerade eben wollte er irgendwie nicht in den Galopp gehen. Aber naja. Bin gespannt, auf was wir stoßen. Die Rede war ja von Geistern, ne? Hier haben die Gelehrten ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte mich umsehen. Ja, machen wir doch mal. So, was haben wir denn hier? Da liegt etwas. Isabel Durchhams Tagebuch. Lesen wir mal. Logbuch der archäologischen Expedition unter Leitung von Isabel Durcham. Unsere Ausgrabung ist von der Akademie von Ochsenfurt abgezeichnet. Ziel ist es, die uralten Elfenruinen Muiren zu untersuchen. Und dann mit Hilfe des lila Rubins von Ed Ginwale einen Zugang zu den darunter befindlichen Katakomben zu finden. 26. März. Wir sind in Tussor eingetroffen, einem der zahlreichen unbedeutenden Reiche im Nilfgaardischen Imperium. Unsere Reise verlief ohne unleserlicher Abschnitt. Mhm. 27. März. Meister Tierns Sail, ein ansässiger Elf, rät uns davon ab, die Ruinen zu betreten. Wir haben als Vorsichtsmaßnahme einen Hexer angeheuert. 12. April. Wir haben unser Lager aufgeschlagen und erste Erkundungen vorgenommen. 16. April. Unleserlicher Abschnitt. Und die Streitereien gehen weiter. Der Hexer rät uns, die Expedition abzubrechen. Und das hat schon wieder irgendwer mit diesem Märchen von einem uralten Fluch angefangen. Unleserlicher Abschnitt. 20. April. Der Eingang zu den Katakomben wird tatsächlich von einer Barriere versperrt. Wir müssen auf die Rückkehr des Hexers warten. Er soll den roten Rubin verwenden, um... Unleserlicher Abschnitt. Sie hätten wissen sollen, dass die Passagen da drin nicht umsonst blockiert waren. Gut, dass sie nicht versucht haben, ohne einen Hexer da reinzugehen. Müssen wir hier runter? Wäre durchaus möglich. Stiefel nehmen wir mit. Silberpilze lassen wir da. Ist hier sonst noch was? Nein. Okay, schauen wir mal, ob wir hier wieder hochkommen. Ja. Oder auch nicht. Doch irgendwie muss es gehen. Okay, dann folgen wir doch mal. Ah ja, Eingang markiert. Und irgendwas höre ich hier auch. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, schön. Hier drin? Ah ja. Ein Ort der Macht. Schön. Das gibt uns einen Fertigkeitenpunkt. Wunderbar. Charakter. Dann können wir doch hier unten gleich mal aktivieren. Achso, zwei Mutationen. Ja, auf jeden Fall mal tödlicher Konter.
Ah, coole Sache. Was haben wir hier noch? Blutbad. Jeder tödliche Hieb mit deinem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, maximal 250%, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest, außer durch Toxizität. Wow! 3 Fertigkeitenpunkte und 3 große rote Mutagene. Dicke. Dicke. Warte mal. Müssen wir das nicht ausrüsten irgendwie? Halt doch, aktivieren. Wollte ich schon. Müssen wir die hier nicht irgendwie reinlegen? Ach so, müssen wir erstmal Mutationen freischalten, okay. Erstmal 2, okay. Bin noch ein bisschen im Überlegen, wie das funktioniert, aber naja. Wird sich schon was finden. So, was haben wir hier? Nochmal sowas. Haben wir hier sonst noch was? Bisschen Zeug, ne? So. Okay. Ah ja, genau. Da geht's weiter. Wölfe. Etwas Glück lassen die uns noch in Ruhe. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Barriere. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah ja. Finde den Schlüssel für die Barriere. Okay, da hinten sind auf jeden Fall ein paar Tote. Wo sollen wir den Schlüssel denn finden? Der muss ja... Oh. Lesen wir mal. Beziehungsweise ihr könnt lesen. Da ist der lila Rubin. Okay. Der sollte dahin passen. Und schon geht's durch. Wunderbar. So, hier unten ist dunkel. Ich hole mal... Und bestreiche das Schwert mal mit... Geisteröl. Konstruktöl, Vampiröl, Reliktöl, Insektoidenöl, Gift der Erhängten, Nekrophagenöl, Geisteröl. Etwas mehr Licht wäre gut. Läuft. Warte mal, was genau habe ich da aktiviert? Schwertangriffe bewirken. Ach so, ja. Weil durch irgendwas. Was macht denn Erendit? Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit sowie bei erlittenen Schaden verloren. Vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Treffer. Oh, ja, geil. Aha. Sehr geil. Ist abgeschlossen, okay. Gut, ich glaube, die... Geister hier sollten uns weniger Probleme machen. Okay, hier scheint es nicht durchzugehen. Aber hier. Hol mal die Fackel wieder raus. Ernsthaft? Boah, ich hasse diese Viecher, ey. Aber mit dem Schaden, den wir machen, bin ich mittlerweile sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, okay, aber es sind 40er Gegner. Und wie viel sind wir? 46, ich glaube.
Okay. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um hier. Also scheint nicht mehr wirklich was zu geben. Hier oben vielleicht? Nee. Wie schmeckt dir das? Oh. Pass auf. Aua, aua, aua. Hört doch auf, Mensch. Keine Chance, die Viecher. Okay. Da lang. Da ist eine Erzader. Etwas Kupfererz. Eine Kiste. Den Ort der Macht da oben haben wir schon gefunden. Ich esse mal ein bisschen Schweinefleisch gebratenes. Oh. Ein alter Elfenschlüssel, der passt doch da bestimmt rein, ne? Ja, und da kommen wir wieder in die Eingangshalle zurück. Allerdings ohne zu finden, was wir gesucht haben. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, wo wir gerade waren. Gucken wir uns nochmal ein bisschen um. König Divatav. Hier ruht unser Vater. Er starb, damit andere leben können. Ehrenhaft, ehrenhaft. Hier liegt eine Tasche. Der Beutel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Hehe. Schön, schön. Haben wir schon drei Dinger? Ist das hier? Okay. Adon kam auf Wesemirs Bitte nach Toussaint. Interessant. Zu dumm, dass es für diesen Wolf hier vorbei war. Wir sind nicht mehr viele. Ja, es ist, glaube ich, lange her, dass die Wolfsschule viele Mitglieder hatte. Hier liegt noch jemand. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Okay. Aber wir haben das Schema. Die Schema. Zwar alle. Ist das nicht klasse? So, dann würde ich nämlich echt... Oh. Hier ist ein Gegner. Zeigt er mir einen Gegner an, aber irgendwie... So, genau. Wir bringen die Schemas auf jeden Fall gleich zum Spiel. Neue Quest, das Hungerspiel. Okay, gucken wir uns dann auch mal an. So, Weltkarte. Ist hier irgendwo ein Boot oder sowas? Scheinbar nicht. Schade. Okay, dann reiten wir mal zurück, würde ich sagen. Hier hin. Plätze. Hallo. Hallo. Ach kommt, wir reiten einfach. Heute kommt der Tod dich holen. Den Weg weiter. Weiter. Einfach weil das Restaurant so schön ist, auch bei Nacht. Eine Kuh. Diesmal kommen wir auch von Süden nach Beauclair rein. Das heißt, wir sollten auch ganz gut
Einfach weiter, Plötze, einfach weiter. Und keine Gedanken machen. Nicht so schnell, Plötze. Doch, ebenso schnell. Ah, der Friedhof, okay. Hallo? Ja, gut, sind wir eh gleich da. Guck mal, das geht ja zum Glück relativ schnell, wenn man rettet. Genau. Wirst du wohl auf dem Weg bleiben, du dummes Pferd. Beziehungsweise da hoch. Und auf den Weg. Okay, okay, dass es hier nicht so schnell reiten will, das kann ich irgendwie verstehen. Das sind doch etwas steil und eng. Okay, müssen wir wieder langsam reiten. Ah, wir sind eh gleich da. So, bin ich das. Langsamer. So, wir sind wieder da. Hallo, Lafour. Lafour, war das richtig? Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ja. Ich habe schon etwas gefunden. Wunderbar. Ich fertige mir eine Kopie an. Das ist gut. Das bringt mir endlich den Titel des Großmeisters ein. Ich danke dir, Hexer. Gerne, gerne. Genau. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Gut, dann würde ich erstmal sagen, oh, 500 Kronen, ordentlich. Gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt offscreen mal die Rüstung herstellen, zumindest soweit möglich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder in neuer Rüstung, neuer Pracht. Genau, dann bis dann. Ciao, ciao.